willkommen. Ich bin Crazy Tom und das ist Badass Steve und wir haben den Kanal von Daniel Dyer geentert. Ja, hey, da sind wir nun. Es war ja angedroht und jetzt ist es soweit und der arme Kerl hat bestes Wetter, 3 Grad, Regen, was will man mehr? Wir treffen uns hier in Siegen, oben im Erfahrungsfeld. Also, wir sind heute beim Basic Fahrtechnik-Kurs und ich werde ein bisschen mehr noch auf mein neues, ja, mit Gefühl biken statt mit Auge und Hirn, was wir ganz oft machen und mit Erfahrungen, die wir nicht haben. Da werden wir heute Step by Step mit dem Steve, der unser Opfer ist, machen. Was erwartest du heute, Steve? Viel. Viel? Ja. Viel hilft viel, denkt er wohl, was? Aber es geht erstmal um Basics. Und aus den Basics entstehen dann nämlich nachher die tollen Sachen, die wir alle machen wollen mit dem Mountainbike. So, ab geht's! Du nimmst das Fahrrad, du bist ja leider das Opfer heute. Der Geknechtete. So, und es geht damit los. Bei mir ist das nicht so, dass ich dir was vormache und du machst es nach. Ich werde dir eine Aufgabe geben. Du musst die mit deinen bisherigen Mitteln lösen. Ich gucke mir das an von außen und werde nur, wenn ich das sehe und sage so, oh ja, hätte ich jetzt genauso gemacht, dann machen wir direkt das nächste. Und wenn ich jetzt sage, oh ja, aber das könnte man jetzt ändern. Als Beispiel dafür, erste Metapher des Tages. Du tust seit 30 Jahren Bäume fällen mit einer Laubsäge. Ja. Du kennst kein anderes Werkzeug, dann bist du überzeugt davon, dass die Laubsäge das beste Werkzeug ist, um Bäume zu fällen. Ja, weil dein Wissenspool was anderes gar nicht zulässt. Dann kommt so ein Typ wie ich daher und sagt, guck mal hier, Kettensäge. Mhm. Dann bist du erstmal skeptisch, das ist laut, das ist gefährlich. Kannst du dann aber diese Kettensäge anfangen zu bedienen, wirst du wahrscheinlich die Laubsäge zum Baumfällen nicht mehr nehmen. Das ist quasi das Prinzip meiner Fahrtechnik. Worauf ich hinaus will, ist, die Laubsäge war ja nicht falsch. Man kann ja mit der Laubsäge im Baum fällen. Deine erste Aufgabe ist jetzt, es geht auch viel um Verständnis. Wir haben alle sehr viel, es gibt sogar Leute, die gucken YouTube. Ne? Da hat man ja so einen Wissenspool sich erarbeitet zum Thema Mountainbike und ich tue den jetzt mal abfragen. Und zwar, du fährst jetzt hier mal quasi im Kreis um mein Fahrrad rum und das machst du von deiner Grundposition in die voll aktivierte Position. Und das machst du in der, also quasi von Grundposition am Bike und dann, wie das aussieht, wenn du dich ganz voll aktivierst. Und das machst du aber statisch, also langsam, nicht dynamisch. Mhm. Das Rad sollte nicht anfangen zu wippen. Einfach nur mal, dass ich die Endposition sehe, wie du so fährst. Reicht schon, hat keinen Sinn, wir brechen ab. Nein, also, ich werde dir versprechen, mein lieber Steve, ich werde dein Mountainbiking heute, natürlich mache ich dich nicht zu einem besseren Mountainbiker, weil das wäre ja, dann wäre ich ja Guru oder Wunderheiler, aber ich werde dir neue Bewegungsmuster geben, wir werden die Bad Habits austreiben und versuchen, einfach mit Logik und Physik mal ans Mountainbiken zu gehen und nicht mit Erfahrungen und dass wir vor allen Dingen angstorientiert fahren, weil die Angst macht immer eigentlich das Gegenteil von dem, was physikalisch sinnvoll wäre. Zweite Aufgabe für heute ist, hast du hier noch so einen Ring dran? Er ist schon hier voll auf Anschlag. Zweite Aufgabe des Tages ist, wir gehen jetzt vom Statischen ins Dynamische rein. Das heißt, ich möchte, ohne dass du bremst und ohne dass du das Vorderrad anhebst, dass dein Bike so viel Druck wie möglich kriegt. Also, dass du Druck im Bike aufbaust. Für ganz platt gesagt, dass der Ring gleich so weit wie möglich oben ist, nur durch die Dynamik von deinem Körper. Jetzt, Steve, zeige ich dir was und ich werde hier mal so hin und her fahren. Sag einmal den Steve und dann zeige ich dir mit den Übungen, die wir gleich machen, wo ich dich gerne hätte heute. Erstmal statisch mache ich jetzt erstmal den Steve, ja? Und das ist der Thomas. Unterschied ist? Mein Körper senkt ab und bei dir senkt sich deine Hüfte auf. Genau, weil ich was benutze, nur die Beine zum Aktivieren. Stell dir vor, du wärst in einem Fitnessstudio, ich weiß, es ist weit hergeholt. Handelstange im Nacken und heißt das dann, glaube ich, Kreuzheben oder so, ne? Kniebeuge, wie auch immer. Du machst genau das. So aktivierst du dich ab heute im Rad. Ich werde dir gleich auch erklären, warum. Also, stell dir halt, du kannst auch super Nebenfahrrad üben.
indem man jetzt einfach in die Knie geht. So. Wenn du dich so aktivierst, wie du das gemacht hast, ist der große Nachteil, dass damit man mich dahin gucken will, wo man hinfährt, so machen muss irgendwann. Vor allen Dingen, wenn es steiler bergab geht, immer schlimmer. Man kriegt Nackenschmerzen, Schulterschmerzen, Armpump, Unterarmpump, alles Mögliche kommt nur wegen einer falschen Grundposition oder sagen wir mal einer suboptimalen Grundposition. Der Vorteil ist jetzt, wenn man aufrecht bleibt mit dem Oberkörper und sich nur vertikal verschiebt, bleibt das Blickfeld nämlich genau da, wo ich hin will. Sonst kommt man automatisch in diese 2 Meter vors Vorderrad gucken Szene und die hilft nicht, wenn man schnell fahren will. Ne? Wenn man einparkt, ist das super, also wenn man jetzt irgendwelche Trial-Übungen machen würde, aber wenn man schnell fahren will, ist ein Blick kurz vors Vorderrad überhaupt nicht zielführend. Das ist ein Nebeneffekt. Dieses Bauteil hier heißt ja Lenker und nicht Drücker. Wir werden heute versuchen, dich hier lastfrei zu kriegen. Ja, light hands, heavy feet. Wir fahren jetzt erstmal hier vorne ein bisschen hin und her und gehen dann mal statisch von der Grundposition, also ganz ausgestreckt, weil nur über die Beine runter. Hey, nicht nach unten gucken, nach vorne gucken, Jungs. Genau, jetzt kannst du ruhig runter bis kurz vorm Sattel. Ganz easy über die Beine. Alles über den Oberschenkel. Der einzige Muskel, der sich beim Aktivieren bewegt. Alle anderen sind passiv. Gut, und jetzt kommt der Knopf hoch. Jetzt kommt das Ganze beim Pushen. Ja, wir fahren jetzt. Du hältst den Lenker wirklich nur ohne Kraft. Und pushst mal wirklich nur über die Beine. Erstens kannst du das viel schneller machen. Und eigentlich auch mit sehr viel mehr Dampf. Und du wirst merken, wenn du mehr über die Pedale fährst, wirklich da wirklich immer den Wert drauf legen, immer auf die Pedale drücken, wie beim Snowboardfahren oder so, immer auf den Beinen, ja, da machen die Arme auch nichts. Dann wirst du merken, wenn dein Anteil anfängt zu rutschen, kannst du das auf einmal unter voller Last korrigieren, weil hier keine Last mehr am Lenker ist. Ja. Also wenn Fabio Wittmer jetzt hier von dem Dach ins Flat springt, mit was tut er den Sprung kompensieren in der Landung mit seinem Tri-Bike? Genau, mit den Beinen, und zwar zu 99,9%. So, ne? Der würde nie auf die Idee kommen, sich auf den Lenker zu legen. Wir Laien-Mountainbiker machen das aber leider, weil wir ja diese geile Federgabel haben. Mhm. So, wie wir die nutzen, da kommen wir jetzt bei Punkt 2 zu. Deine nächste Aufgabe wird jetzt sein, die maße ich jetzt hier am Boden, müssen wir ein bisschen vorbereiten, Daniel. Ne? Und gleich schalten wir wieder ein. E-Bike? Kannst du den Strich sehen? Du fährst von da los und dann machst du, wenn du meinst, du bist mit dem Hinterrad über die Linie gekommen, dann machst du eine Vollbremsung, so eine Assi-Vollbremsung nur mit dem Hinterrad. Nur Hinterrad? Du sollst eine Spur ziehen quasi und die soll im Idealfall hier anfangen. Okay. Hier fing es an und hier hat er voll durchgezogen, knapp 1 Meter bevor die Linie kommt. Woran liegt das jetzt? Warum machen wir das? Wir sollten noch warten, bis das Hinterrad... So, und dann kommen wir zum Thema, warum das mit dem Springen auch nicht klappt. Das Problem ist, du berechnest, wann dein Hinterrad da drüber gefahren ist. Du weißt aber nicht, wann es passiert, weil klar, du kannst es ja nicht sehen. Wenn du damit drüber bist, fängst du an zu... Also, guck dir das mal an, ne? Das ist 1 Meter. Mhm. Ja, das heißt, so, ungefähr deine Pedale, so. Da fängst du an, voll rein zu ankern. Viel zu früh, ne? Deswegen, da müssen wir, werden wir dann beim Springen später noch drauf kommen. Was ich jetzt auch noch sehen wollte, ist halt, ob du eine Hinterradbremsung kannst. Gut, jetzt neue Aufgabe, du fährst wieder da hinten an und machst mal eine Vollbremsung nur mit der Vorderradbremse, ohne Hinterradbremse. Bitte so, dass du nicht wieder von da hinten los. Gut. Dass du dich bei einer Vollbremsung auf losem Boden oder im Gefälle nicht wirklich sicher fühlst, kann ich nachvollziehen. Weil du machst ein paar Sachen, kann man physikalisch ändern. Und dann wird Bremsen auf einmal sowas von easy. Und das versuchen wir jetzt erstmal im Bild festzuhalten. Denke, du wirst das jetzt sehen, Steve. Ich mache das jetzt mal vor. So gesehen, wie ich zentral im Bike bleibe. Mein Körper wird gar nicht mehr rübergeschossen. Und wo geht die ganze Kraft hin? In die Federgabel. Probier mal selber. Guck mal, da geht sogar das Hinterrad hoch. Und warum geht das Hinterrad hoch? Nee, weil du vorne endlich mal Bremsdruck hast. So. Wenn du jetzt nicht willst, dass das Hinterrad hochgeht und du bremst nur mit vorne, gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder die Bremse kurz öffnen oder die Push-Bewegung durchführen beim Bremsen.
Weil durch das Pushen erzeugst du Druck auf den Pedalen und hast mehr Druck auf dem Hinterrad. Aber du hast gemerkt, was nicht mehr passiert ist, dass du so rüber katapultiert wirst. Du fühlst dich direkt viel sicherer. Bleib stehen. Volle Kanne. Du fährst dich gleich da hinten los. Ja. Richtung Kunstwerk. Ja. An dem Schaufenster vorbei. Ja. Und dann fährst du erstmal an dieser Bandgruppe hier noch vorbei, also so. Ja. Und fährst einfach mal hier runter. Okay, das hast du sehr gut gemacht, Steve. Ich denke, das war's dann auch für heute. Nein. Jetzt kriegst du Parameter von mir. Ja. Ich bin ja ein Schwein. Zweites Parameter ist jetzt, musst du ganz langsam fahren. Okay. Und da runterfahren. Mach mal. Du merkst schon, du wendest eine andere Technik an, ne? Ja. Bei den beiden Sachen. Genau. Zu der ersten Technik kommen wir gleich, wo da das Problem liegt oder wo vielleicht nicht die optimale Vorgehensweise ist. Dafür muss ich mir bei jedem Hindernis, was es gibt, immer erstmal das physikalische Problem vor Augen führen. Bedeutet, ich stell dir mal vor, dein Fahrrad fährt alleine darunter. Ich hole mal eben mein Rad. Ich mache die Bewegung zweimal. Ich mache zwei verschiedene Bewegungen. Und du sagst mir einfach mal, was anders ist zwischen den beiden Bewegungen. Guck mal, ob du das sehen kannst. Mir ist kalt. Los, die Bewegung 1. Bewegung 2. Und? Habe ich was anders gemacht? Nochmal. Nochmal? Er will es nochmal sehen. Kein Problem. Aktivier mich, ja, über die Beine. Bewegung 1. Bewegung 2. Das zweite sieht viel smoother aus, also viel entspannter. Das Schlimme ist ja, ich habe dir ja gesagt, du sollst einen Unterschied sehen, also versuchst du auch einen zu sehen. Es war keiner. Optisch ist erstmal gar kein Unterschied zu sehen, genau. Aber jetzt mache ich es dynamisch. Und dann siehst du den Unterschied. Und okay. Dann sehen wir auch, wo das physikalische Problem ist. Jetzt mache ich das Ganze mal dynamisch. Bewegung 2. Beim ersten Mal gehe ich mit dem Arsch nach hinten. Und beim zweiten Mal schiebe ich das Rad unter mir nach vorne. Die Arme ist fangen. Genau, das machen wir jetzt, Step by Step, wie wir zu der Übung hinkommen. Das Problem am Vorderradimpuls ist, es ist ähnlich wie bei diesem bösen Bunny Hawk. Ja? Ich sehe was, mein Gehirn verarbeitet, was ich sehe und ich will das Ziel erreichen. Und bei dem Vorderradimpuls ist das auch so. Wenn ich dir den klassisch beibringen würde, wäre dein Ziel sofort, dass das Vorderrad hochgeht. Wir machen aber jetzt als Ziel der Übung, die wir jetzt machen, die richtige Bewegung. Was dann passiert, ist erstmal irrelevant. Dafür gehen wir neben unser Rad, machen beide Arme mal gerade, durchstrecken beide Arme. Jetzt gehst du so einen Schritt nach links, dann kommt das Rad leicht schräg. Jetzt gucken wir da zu dem Notausgangsschild über dem Tor. Siehst du das? Ja. Jetzt machst du die Augen zu und die bleiben die ganze Zeit zu, deine Augen, die ganze Zeit. So, jetzt gehst du leicht in die Knie, Kniebeuge. So, und jetzt streckst du in Zeitlupe die Arme nach vorne aus, du schiebst quasi dein Rad nach vorne, bis die Arme zu Ende sind. Irgendwann macht's knack, dann sind die Ellbogen eingerastet. Mhm. Verbeinskurs und schiebst wieder zurück in deine Gorilla-Position. Mhm. Und das Ganze machst du jetzt nochmal. Ein bisschen schneller, einen ganz kleinen Tick. Kurz verharren, wenn du ganz ausgestreckt hast. Es ist wichtig, dass in deiner Muskelmemory-Funktion im Gehirn das Ausstrecken des Arms, dass die Bewegung nicht beendet wird, weil dein Gehirn das will, sondern weil dein Arm einfach biomechanisch zu Ende ist. Das ist ganz wichtig, sonst greift nämlich die Trägheit der Masse nicht. Ja? Genau. Aufrecht stehen bleiben darfst du dabei auch, ne? Darfst also ruhig mehr in die Knie gehen. Ne? Ja, also genau, muss ja aktiviert sein, aber lieber über die Knie arbeiten, als über den Bogen drücken. Versuchst du es fünfmal hintereinander zu machen und jedes Mal immer einen Ticken schneller. Mhm. Mit Augen zu. Ganz wichtig, damit du fühlst, wie die Ellbogen einrasten. Ja, noch schneller. Stell dir vor, Boxautomat, du willst einen 900 boxen. Ja! Das war jetzt richtig. Der Feuerer hat schon fast ein bisschen mit den Armen gemogelt. Wenn du das nämlich richtig machst, fällt das Vorderrad wie auf so einer Ellipse nämlich zurück. Ja. Ne, und nicht, wenn es gerade runterfällt, so haben die Leute das mit den Armen festgehalten. Aktivier nur die Beine und dann wirklich nur die Arme nach vorne strecken, bis sie zu Ende sind. Aktivier nur die Beine. Oh, oh. Das war lustig. Und mit wie wenig Kraft? Gar keine.
gar keiner. Wenn wir uns jetzt aktivieren und vorne schieben, hängen wir ja wieder ab über dem Schleifstein. So, wenn ich jetzt die Beine wieder strecke, bin ich immer wieder in Grundposition. Das nenne ich den Kreislauf der Sprungbewegung. Genauso werde ich dir im zweiten Teil dieses Videos, also in der zweiten Folge, wenn wir springen, springen. Denn du musst das aber jetzt schon zu Hause üben. Und ich werde dir auch gleich genau sagen, was du üben sollst. Aktivieren immer nur über die Beine. Ne? Dann voller Watt im Puls und die Beine wieder strecken. Wenn man natürlich nachher einen schnellen Sprung springt, dann sieht das so aus, wenn jemand so springt, mit Vorderrad, Hinterrad, Impuls, als ob das eins wäre. Das liegt einfach an der Geschwindigkeit. Und das bringe ich dir bei. Also diese Übung hier für zu Hause ist einfach wirklich aktivieren. Vorderrad, Impuls, Strecken der Beine. Und wirklich nur noch über Arme und Beine. Es ist ganz wichtig, dass du nicht in so einen klassischen Hüftmonk kommst. Hier, das ist sowas hier. Oh, geil. Das machen wir nicht. Sondern wirklich nur Arme und wieder strecken. Hier, Arme strecken und Beine strecken. Du bist wieder in Grundposition. Du kannst das quasi ewig, deswegen Kreislaufbewegung, kannst du ewig fortführen. Nochmal. Nochmal. Und wirklich nur Arme, Beine, horizontal, vertikal. Aktivieren über die Beine, strecken, strecken. Und wieder in Grundposition. Ne? Also wenn es ein bisschen mehr Platz hätte wie hier unter dem Dach, könnte man das 5-6 Mal hintereinander machen. Gut, das war es erstmal mit den Aktivimpulsen, da kommen wir natürlich später noch zu. Jetzt kommen wir zu der eigentlichen Körper-Bike-Trennung. Ich wollte aber erst das machen, weil ich gesehen habe, dass der Steve hier schon die V-Bewegung drin hat. Und damit wir jetzt wertfrei zur Körper-Bike-Trennung gehen können, haben wir das zuerst gemacht. So, wenn man keine Zeit mehr für Technik hat, sollte man eine gute Grundposition im Bike haben und sollte die Körper-Bike-Trennung beherrschen. Mit Körper-Bike-Trennung meinen wir jetzt in dem Fall nicht, das Fahrrad wegzuschmeißen, sondern wirklich das physikalisch vom Bike zu trennen. Der Steven kriegt jetzt wieder eine Aufgabe von mir und ich bin gespannt, wie er die löst. Du fährst jetzt da los an dem FTP-Schriftzug, was immer das bedeutet, und fährst mal hier die Treppe runter. Treppe runterfahren. Kannst ja, ne? Als Stadteisen kein Problem. War schon, so schon ganz anders als eben, ne? Ja, schon anders als, es hat schon ein bisschen bewirkt, ne? Problem ist nur, deine Beine sind noch ein bisschen faul. Da kommen wir jetzt zu. Wenn du jetzt auf dem Trail bist, kennst du ja bestimmt, man fährt einen Trail und auf einmal kommst du einen Meter Absatz. Für den Namen hinter der Kamera, Stichwort Murmeltierrolle. Da hat man ja, also das ist ja jetzt eine Treppe, da hat man in der Regel wenig Angst vor, aber wenn das jetzt auf einmal ein 1 Meter Absatz wäre, ist die Angst schon größer. Was habe ich immer für eine Tendenz, wenn es runtergeht? Wo gehe ich dann immer hin? Nach hinten ins Fahrrad. Genau, und ich will einmal kurz genau das vom Bremsen holen wir hier wieder raus. Ich will es nur einmal zeigen. Du hast es jetzt natürlich wunderbar nicht gemacht. Aber das ist das Problem, wenn die Angst kommt, denkt man halt, vorne ist die Gefahr. Also sagt einem das Gehirn, Alter, geh nach hinten. Und dann passiert aber Folgendes, ich fahre jetzt so einen Trail runter und auf einmal kommt ein Wirtschaftsweg und dann geht es nämlich genau diesen 1,20 Meter runter, am besten noch mit einer Wasserrinne unten drin. Und jetzt kommt das Problem, ich fahre jetzt hier runter, gehe nach hinten und genau in dem Moment hier, wo das Rad hier unten steht, habe ich wieder was erzeugt mit meinen Armen, einen tipptopp Hebelarm hier und alles, was ich da hinten gegangen bin, wenn die Ebene kommt, mir entgegenkommt, genau das Gewicht will dann wieder hier hin. Das kann ich mit Körperbeintrennung wunderbar ausgleichen. Der Steven muss das einfach jetzt nur noch lernen, das vertikal anzuwenden. Er hat es schon ein bisschen gemacht. Und da spielen die Beine mit rein in die Sache. Du kannst erkennen, ob du es richtig machst, einfach daran, wenn die Arme danach und die Beine danach, wenn man es ganz langsam macht, kann man es richtig gut sehen. Ich mache es mal vor. Die Arme gehen und dann die Beine. Rutschig wie Sau, ein Traum zum Üben. Machen wir uns alles gar keine Gedanken drum. Ich mach's mal eben vor. Achtet mal auf meinen Oberkörper, das ist ganz wichtig. Und hier an so einer Strippe merkst du, wenn deine Beine faul sind. Weil dann wirst du nämlich jedes Mal, wenn deine Beine nicht arbeiten, wupp, 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 so ein bisschen rausgeschossen. Yes. So, jetzt
jetzt fährst du nochmal und fährst die beiden mal mit. Da merkst du, wie egal das ist, wie viele Hindernisse kommen. Yeah. Das Gefühl, ich guck den Thomas immer voll verliebt an. Ausgleichsbrett. Geil, oder? Hinterradimpuls. Was sagt der? Du weißt, was dran kommt. Ist aber nicht schlimm. Okay, wir gehen wieder drüben zu der Stufe, wo wir eben waren, und die fahren wir jetzt nochmal. Komm mit. Gut, jetzt machen wir erstmal Hinterradimpuls. Mhm. Und dafür brauchen wir eigentlich nur zwei Übungen, die wir miteinander kombinieren. Die erste ist, wir gehen neben unser Fahrrad. Und zwar jetzt Vorderradbremse ziehen. Ein bisschen in die Beine, in die Aktivposition. Und jetzt einfach nach vorne gehen. Das Hinterrad hoch, und zwar muss das hoch haben, bis das so ein Sweetpoint erreicht, dass das nicht mehr schwer ist. Dass das ganz leicht hier am Steuersatz hängt. Sehr gut. Und jetzt lässt die Bremse leicht los und fängst an, mit deinem Fahrrad spazieren zu gehen, ohne dass der Rahmen deine Hüfte berührt. Dabei kannst du dann auch versuchen, so, guck mal hier, so Drehungen zu machen. So, wieder weiter zu gehen. Und das am besten wäre, schön wäre es, wenn es irgendwann mal ohne dieses Staccato funktioniert. Du hast ja eigentlich eine optimale Bremse dafür, nämlich eine, die eigentlich gar nicht bremst. Ja, und ja, die ist aber nicht so digital wie eine Magura oder sowas. Das ist doch viel schwieriger. Also wirklich, dass du halt, dass das halt hier aufhört, ne? Ja. Sondern dass es wirklich ein Loslassen des Fingers von der Muskelkraft ist, dass das Ding einfach rollt, ne? Die nächste Übung ist die sogenannte Notfallübung. Die viele vergessen, bevor wir den Hinterradimpuls jetzt üben. Die Notfallübung ist, wirklich zu üben, die Bremse loszulassen. Zack. Und zu lernen, dass das Rad sofort runterkommt. Und zwar sofort. Sobald du die Bremse loslässt, ist das Rad um. Ja. Das ist eine Vertrauensübung, ganz wichtig. So, jetzt kommt Stufe 2, der Hinterradimpuls. Ganz viele machen den Hinterradimpuls quasi so. Du hast aber ab sofort für den Hinterradimpuls Jens Weißflug, kennst du ihn noch? Wir stellen uns vor, wir sind Skispringer. Ja. So, komm mal mir gegenüber. Hier. Skispringer. Ja, Skispringer, ne? Und jetzt kommt gleich der Schanzentisch. Und gut, nochmal. Richtig abdrücken vom Schanzentisch, sonst fliegst du ja nicht. Wir fahren jetzt und du machst den Hinterradimpuls, also dieses Strecken. Wir aktivieren uns wieder über die Oberschenkel. Du merkst, wir haben heute sehr viel Beinarbeit. Und dann streckst du dich, wirklich nur strecken und erstmal das Rad hinten leicht machen. Bam, jawohl! Das ist aber jetzt eine Übung, die ist total gaga und macht überhaupt keinen Spaß. Und deswegen kombinieren wir das jetzt mit der Schiebeübung vom Fahrrad mit der Bremse. Und dann sieht es nämlich so aus. Dann brauchst du dich nämlich nicht mehr nach vorne lehnen. Weil dann machst du sowieso nur noch einen Endostop. Und ganz wichtig, dass sobald du Angst bekommst, erstmal die ersten Versuche erstmal zack hast und direkt üben, die Bremse mal loszulassen extra. Sofort mal loslassen hier. Sofort. Dann kommt das Rad sofort wieder runter, ne? Dass du direkt das loslassen kannst. Jetzt! So, warte, wir müssen Stockhindernis hier hinlegen. So, du fährst von da oben los auf diesem mega rutschigen Kopfsteinpflaster und bleibst mit dem Vorderrad vor diesem Stock stehen, steigst einmal ab, trennst dich vom Rad, steigst wieder auf und fährst weiter. Das war's schon. Das hatten wir letztens noch auf unserer Tour. Oh, Action! Ich war jetzt gerade so, muss ich nicht weiterfahren? Jetzt, ja, jetzt wieder aufsteigen und weiterfahren. Oh, scheiße. Oh. Du hast eigentlich schon einen guten Lösungsansatz. Meine Hose hängt. Ja, ja, genau, da werden wir gleich alles drüber reden, genau über diese Probleme. Und jetzt weiter. Ja. Der Ansatz, den er hat beim Absteigen, ist gar nicht schlecht, nur der Weg ist der falsche. So. Das Problem ist, das Grundaufsteigen bei dir findet also die Grundbewegung, um das Rad zu verlassen und drauf zu kommen, findet nach wohin statt? Zur Seite. Ja. Weil du wahrscheinlich von wem Fahrradfahren gelernt hast? Keine Ahnung. Fatih. Vom Fatih. Mutti. Das tun nämlich die meisten.
So, die meisten, die von Fatih gelernt haben, lernen dann irgendwann auch mal dann alle von der Seite so aufzusteigen und wieder so abzusteigen. Dann gibt es die, die vom Opa Fahrradfahren gelernt haben, dann sieht das so aus. So, das ist klassischer Aufstieg, Herrenrad. Ne? Problem ist jetzt, in deinem Gehirn ist genau das als eigentlich Only Way für Fahrrad auf- und absteigen abgespeichert. In deiner ganzen Muskelmemory-Funktion. Du kriegst eine Übung von mir, ey, das wird mega. Wir gehen dann gleich darüber. Mal anders vom Fahrrad abzusteigen. Ich zeig's dir mal eben hier. Jetzt bist du ja, weil du gemerkt hast, oh, ich komme eigentlich total scheiße mit dem Bein hier rüber, bist du ja dann aktiv abgesprungen zur Seite. Stellt ein relativ hohes Verletzungsrisiko dar, zur Seite im Gefälle abzusteigen, weil man nämlich dann halt, ja, das ist ja jetzt hier noch nicht wirklich steil, gar keine Möglichkeit hat, wieder stehen zu bleiben. So. Also das Ziel ist, dich quasi dahin zu kriegen, einfach nach hinten abzusteigen. So, zack, kannst neben dein Rad gehen, könntest jetzt weg und du sagst, oh, nee, ich fahre wieder los, ne? Dann gehst du wieder hinter dein Rad, machst dir schön die Pedale hoch, und fährst vor allen Dingen nicht immer am Sitzen los, sondern mal am Stehen. Du bist quasi Trail ready. Ja, du brauchst dich gar nicht. Wir brauchen den Sattel nicht zum Aufsteigen aufs Fahrrad. Und warum, wieso, weshalb? Das erkläre ich dem Steve jetzt. Wenn man über 15 ist, ist man leider nicht mehr in der Lage, meistens durch Abgucken wirklich zu lernen. Sondern wirklich nur eigentlich dann, wenn mit einer Analyse, mit einem Coach und mit immer wieder während den gleichen Bewegungen. Das heißt, wir versuchen immer diese Übung pedantisch immer in der gleichen Reihenfolge zu machen. Wenn du sie immer in der gleichen Reihenfolge machst, ist es einfacher, einen neuen Bewegungsablauf bei dir im Muskelmemory abzuspeichern, wie wenn du mal die Bremse zuerst nimmst, mal den Sattel zuerst nimmst, dann wird es schwerer, das abzuspeichern. Wenn du das einmal intuitiv drauf hast, ist es dann nachher egal, in welcher Reihenfolge du das machst, weil alle Bewegungen sitzen intuitiv. Du musst nicht mehr nachdenken. So, bereite mein Fahrrad vor. Du übst das jetzt zu Hause im Garagenhof oder wo auch immer. So, mein Fahrrad ist vorbereitet. So, die Kamera guckt mich an. So, und ich sage, jetzt lege ich los, ja? Zack, 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 zack. Trackstand und zack, 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 zack. Wo gucke ich hin? Du fixierst den Punkt der Kamera. Genau, ich gucke nach vorne. Ne? So, der Vorteil ist, wenn man das so übt, dann weißt du das erste Mal, hier ist mein Lenker. Sobald du auf dem Bike bist, weißt du, da sind meine Griffe. So, da ist mein Pedal, hier ist mein Sattel. Du lernst mit der Übung nicht nur Gleichgewicht und nach hinten aufsteigen und absteigen, sondern auch Koordination in deinem Fahrrad. In Zukunft, wenn das einmal intuitiv sitzt, ich habe mal gehört von einem ganz klugen Mann, 1000 gute Wiederholungen muss man dafür mindestens machen. Wenn du dann demnächst irgendwann mal gegen einen Baum fährst und verlierst den Lenker, dann hast du keine Panik, sondern die Hand macht intuitiv einfach wieder bam. Ja. Du verlierst in der Luft die Pedale, der Fuß geht einfach wieder auf die Pedale, anstatt Panik zu kriegen. Das ist ein Nebeneffekt bei der Übung. Ne? Gleichgewicht, Aufstieg, Abstieg nach hinten plus Koordination im Bike. Und jetzt kommen wir ja zu Phase 2 des Abstiegs nach hinten. Und dann weißt du, gleich kommst du irgendwann drauf, was überhaupt die Idee ist. Für Phase 2 nehmen wir die Bremsen nicht mehr zur Hilfe, sondern nehmen die Führungspedale nach unten und steigen quasi während der Fahrt einfach ab. So, aber wenn die dann intuitiv sind, dann sieht das wirklich ziemlich easy aus, einfach so abzusteigen. Ne? Führungspedale nach unten. Ja klar, weil ihr sonst die vors Schienbein haust. Weil es ist ja die Bremse, das erzeugt ja keinen Kettengegenzug mehr. Nee. Warte, wie hast du jetzt gebremst dabei? Gar nicht. Ja, ja, also wie wird das Fahrrad langsamer bei dir? Wie wird das Fahrrad langsamer? Ich steig ab, sobald ich stehe, stehe ich. Ich bin gerutscht. Okay, ja, auf alle Fälle, das ist Stufe 2. Es gibt noch die Eskalationsstufe 3, die mache ich dir jetzt vor. Und dann verstehst du, warum ich dir das Absteigen nach hinten überhaupt zeige. Ja, das mache ich jetzt nicht. So, für Stufe 3 muss man vorher noch eine Zwischenübung machen, nämlich den Eisdeal Move. Wenn man nach hinten abspringt, ist der große Vorteil, dass man nicht mehr auf sein Bike stürzen kann, dass man sich höchstens einen blauen Popo holt, anstatt einer kaputten Schulter und dass man das in jeder Situation eigentlich machen kann. Es gehört auch dazu, das muss man auch üben, sein Material wirklich zu verlassen, sein teures Material zu verlassen. Aber
Ich garantiere dir, in meiner ganzen Erfahrung stürzt das Rad alleine und du alleine verletzt ihr euch beide weniger. Also bis auf einen dreckigen Lenkergriff passiert auf so einer Wiese dem Fahrrad gar nichts. Gar nichts. Ne? Motor sollte man ausmachen, sonst fährt das Rad wirklich unter Umständen noch sehr weit weg. Voll lustig. Nicht immer so einen Kopf machen, ne? Läuft, dann hat der Thomas wieder mal, wie letztes denn Daniel wieder mal zu was überredet, ne? Hat Daniel erzählt, dass ich gezwungen habe, die Deutschland so in Nattwasch zu springen? Nee, noch nicht so richtig. Hat er noch nicht erzählt? Okay. Ich warte aufs Video. Oh, jetzt habe ich das Spoiler, ne? Ah, übrigens, Spoiler. Es gibt auch demnächst wieder ein Video, wo der Daniel wieder Schüler ist bei mir. Wir wollen so ein paar Ängste besiegen dieses Jahr. Hallihallo, Hallöchen. So, gut. Nicht alles geschafft, was ich heute schaffen wollte, aber die Zeit ist schon so schnell, dass ich zu Hause wieder mega Ärger kriege, weil wir schon 3 Uhr haben. Ich sag mal so, der Steve hat sich gar nicht so blöd angestellt. Selbst wenn er Steven heißen würde, fände ich das noch total okay. Sonst ja, also ich muss sagen, mir hat es Spaß gemacht. Ich glaube, ich habe das gesehen. Ich sehe das immer in den Augen von den Teilnehmern, dass es ab und zu so richtig Klick gemacht hat. Immer dieses, ist immer so dieses, das ist ja eigentlich ganz einfach. Das ist ja eigentlich ganz einfach. Ne? Also so, dass man das Bike halt wirklich mal endlich für sich arbeiten lässt, dass man anders eine andere Position im Bike hat, eine Grundposition. Was mir in diesem Video sehr wichtig ist, ist, vielleicht kann der Steven da auch kurz was zu sagen, man unterschätzt das, wenn man mit dem Sport anfängt und direkt so Bikepark und so, ne? Wie wichtig eigentlich diese Basics auch für das Spätere sind. Das baut alles auf den Basics auf. Wie gesagt, kann ich nicht vernünftig gehen, wird es mir auch schwer fallen, gut zu laufen, ne? Das gehört halt zusammen. Ja, wie siehst du das, Steven? Ja, voll und ganz. Also ich habe ja jetzt nach anderthalb Jahren mir endlich wieder ein Fahrrad geholt. Und ich meine, wir sind unabhängig von Fahrkursen, sind wir erst anfangs einigermaßen gut klargekommen. Dann hattest du deinen ersten Kurs beim Thomas, dann gab es da direkt ein paar Ideen rüber zu mir. Dann ist es auch ein Stückchen besser geworden, aber dann hat es halt auch echt gehakelt. Ne? Man hat so ein bisschen Ängste entwickelt, weil man nicht wusste, wie man drüber kommt. Und ich habe auch noch zum Daniel gesagt, zu springen, ja, ist ja alles schön und gut so, das macht ja auch Spaß, aber sobald es bei mir zum Beispiel jetzt höher in die Luft gehen würde, also wir nehmen jetzt Eupe oben die 3 Tables, die da sind, das ist kein Problem. Da komme ich drüber irgendwie. Aber wenn wir jetzt nach unten gehen. Das hat aber das Wichtigste gesagt, irgendwie, das ist nämlich gerade genau, das Problem. Das ist das Problem. Und bei mir ist dann das Ding, da ich keine Technik im Kopf habe und ich weiß, wie man das machen soll, hänge ich dann da und lasse es lieber sein. Deswegen ist es eigentlich ganz cool, genauso wie jetzt mein Highlight war, das habe ich eben ja gesagt, die Stufen hinten, wie smooth man da runter, also man kommt da runter, irgendwie, aber so ist es richtig krass. Du hast genau so wird es im zweiten Teil auch mit dem Springen. Ich werde dir das erste Mal Springen zeigen, rein über Gefühl und nicht mehr kopfgesteuert. Und weil jetzt ist nämlich das Problem, wenn ich dich jetzt 10-mal die Starttables in Olpe springe, sind die dann 10-mal gleich? Nee. Genau. Und da müssen wir hin. Wir müssen unsere Leistung oder unsere Sachen, unsere Gefühle, unsere Erlebnisse, wenn wir die reproduzieren können, wer im Move im Breakdance, den du neu lernst, da fällt es dir erstmal schwer, den zu schaffen. Wenn du ihn dann so hast, dass der intuitiv sitzt, kannst du ihn 10-mal hintereinander machen. Aber wenn du ihn lernst, wirst du bei 10-mal wahrscheinlich 5-6-mal verkacken. So, und das ist genau der Punkt. Da wollen wir hin, dass ich zeige dir eine Technik, wo man relativ leicht, ähnlich wie bei dieser Körper-Bike-Trainingsgeschichte heute, beim Springen immer eins mit dem Sprung ist. Und vor allen Dingen, den Kopf müssen wir leer machen. Das hast du auch gemerkt, ne? Bei der Treppenübung. Man muss gar nichts machen. Ja? Ja. Es gibt verschiedene Phasen im Springen, da kommen wir dann in Teil 2 zu. Aber Teil 1, die Basics, waren mir auch extrem wichtig. Wir machen dann Teil 2, machen wir halt Springen und Kurve, weil das sind beides auch zwei wichtige Themen, die zusammen, meiner Meinung nach, auch zusammengehören. Und ja, freue ich mich schon drauf, Steven. Ich mich auch. Ja, schaltet wieder ein. Steven lernt Pookie fahren, ne? Alter. Ja, euer Crazy Tom und der Badass Steve. Genau.